Hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend zu einer nicht neuen Ausgabe von Stranger Falls. Heute mal was anderes mit Lars. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Abend. Ich höre mal kurz rein, ob man uns hört. Oh ja, das klingt ja super. Das klingt bestimmt wie Zucker. Hallo, ja, danke für die Einladung und hallo in den Chat an Feli und Junivel. Schön, dass ihr da seid. Heute mal ein bisschen Charaktererstellung. Mal was ganz anderes. Für unser upcoming neues Abenteuerreihe-Ding. Schatten über Wraithwood. Ich bin gespannt. Du weißt ja, ich habe noch nie Dungeons and Dragons gespielt. Aber ich habe mich natürlich hervorragend vorbereitet und weiß inzwischen alles, was man wissen muss. Das wird gut. Da sehe ich auch gerade Lukas. Danke abonniert. Fürs Abo. Schöne Grüße in den Urlaub und schöne Grüße an Anna und richte ihr nochmal alles Gute zum Geburtstag aus. Alles Gute, Anna. Oh, aber jetzt 12 Monate für Luke, das ist schon ganz schön schwach, ne? Ja, also sind wir nicht schon seit mindestens 14 Monaten oder so auf Twitch. Muss er sich mal mit Samasch unterhalten, wie das ein bisschen besser geht. Ja, würde ich aber auch sagen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, was wird uns denn ab, was ist das Mai, ne? Ab Mai erwarten? Ab Mai, ja, wir werden schön in gemütlicher Runde Dungeons & Dragons spielen. Wir werden in Wraithwood gucken, was so passiert. Ich werde tatsächlich, glaube ich, in nächster Zeit nochmal ein, zwei Worte weiter dazu verlieren, die ein bisschen tiefer gehen. So kann ich euch erstmal sagen, das wird spannend, glaube ich. Und das, was wir hier auch gerade sehen, ist ja die Welt, die du selbst schon erschaffen hast, ne? Richtig, das ist meine Homebrew-World, in der wir das Ganze nämlich auch spielen werden, einfach um sich kreativ ein bisschen besser austoben zu können, hier und da noch was hinzufügen zu können, wenn es einfach gerade passt, genauso wie eben Wraithwood besagt ist, was hier oben in der Ecke liegt, wo du gerade ganz gemütlich hinwanderst. Oha. Bums. Da kommt aber noch ein bisschen was dazu. Das ist aber erstmal so die grobe Ecke, auf der das Ganze spielt. Ach, da oben. Oh, ja. Muss ich mir also einen warmen Pelz mitnehmen? Ja, das könnte eventuell ein bisschen frisch werden hier und da. Aber das ist, wie gesagt, alles Homebrew, alles ein bisschen. Muss auch nicht alles Sinn machen, was da so passiert. Also kreative Freiheiten werden sich genommen. Hier und da. Überall. Aber es manche Sachen sind sogar durchdacht, manche nicht. Oha. Kann ja mal so viel sagen, der ganze Osten hier war ursprünglich geplant, dass meine aktuelle Spielergruppe da mal ein bisschen rumläuft und sie haben sich dagegen entschieden und sind ganz woanders hingelaufen. Also. Für mich wird gerade die Musik ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ob das im Chat auch so ist, aber ich hatte eben einen ziemlich, kann sein. Ziemlich lauten Tusch. Warte mal kurz. Es gab doch hier irgendeine Funktion. Dieses Auto-Gain oder sowas musst du vielleicht mal ausstellen. Ja, genau. Irgendwas war da doch. Moment. Hallo Dom. Hallo. Ich glaube, die Musik kommt im Stream auch gar nicht an. Ach, es ist immer ein Vergnügen. Ja, Joan so. Ist im Chat, die wird natürlich auch dann im Mai dabei sein. Habt ihr auch schon kennengelernt im, wie hieß das nochmal? Das ist schon mal gut. Wie hieß das eigene Abenteuer? Irgendwas mit Universum. Ende des Universums oder so. Das Sci-Fi-Abenteuer. Ja, gut, das ist schon mindestens 4 Monate her oder so. Da muss man sich den Namen nicht merken. Genau, am Rande des Universums hieß es. Ja, mein Gott. Hauptsache Universum. Oh, dumm, 15 Monate. Krass, dankeschön für das Abo. Siehst du, Lukas, so geht das. Ja. 15 Monate am Stück. Direkt gezeigt. Krass.
Danke. So. Ich habe jetzt auf jeden Fall, ich habe alles ein bisschen höher gestellt. Ich habe bei dir die Autogames ausgestellt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... gucken wir mal. Danke. Ich glaube, wir werden es zum richtigen Stream werden wir es, glaube ich, auch. Werde ich das vielleicht direkt über Foundry laufen lassen. Mal sehen. Anyway, wir wollten ja, wie gesagt, dein... was, Dorothy? Ich glaube, sie meint das Schiff, aber es hieß das Raumschiff, der Raumfahrtkreuzer. Und es war die Doherty. Ach ja. Mit GH. Keine Ahnung, wie man ein GH im Englischen richtig ausspricht. Ich erinnere mich nur an, ich war ja im zweiten Teil, war ich ja vertretungsweise dabei und erinnere mich nur dran an, wie war das Wesen genannt, Zirze oder was da die ganze Zeit gesagt wurde? Ja, das so, Zirze, das als... als Wesen bekannte, ich weiß, es war... Also als Zirze bekannte Wesen. Ja, es war ein sehr, sehr spezieller Wortlaut, der die ganze Zeit wiederholt wurde. Meinst du, wir finden auch ein Zirze-Wesen hier in deiner Welt? Who knows, who knows. Ich glaube, ich muss es mir fast notieren. Jedenfalls, ich mache jetzt hier direkt schon mal einfach deinen Charakterbogen auf. So. Der ist bisher, ist der noch quasi, der ist sowas ähnliches wie leer. Aber das werden wir jetzt ändern. Denn... ich muss mal eben kurz den richtig. Charaktererstellung bei Dungeons & Dragons, vom Ding her, wenn man es, ich sag mal, so wie ich inzwischen, glaube ich, wie viele Charaktere habe ich inzwischen erstellt, ich sag mal so mindestens 10, dann ist es irgendwann gar nicht so kompliziert. Wenn du es dann aber wieder Leuten erklären willst, dann wirkt es erstmal immer sehr kompliziert. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Du hattest dir ja schon überlegt, was du spielen willst. Damit haben wir ja schon mal einen relativ... einfachen Einstieg, falls du es mal irgendwie kurz sagen möchtest. Ja, genau. Also ich werde einen Halbling spielen. Den seht ihr da auch schon auf dem Bild. Das hat June gezeichnet. Danke dafür. Er wird Finrik Leichtfuß heißen, also vom Stamme der Leichtfußes wird er sein. Und ich werde einen Kleriker spielen, der vom, wie hieß das nochmal, vom ein Jünger des Lebens quasi ist. Also Kleriker haben ja immer eine, wie nennt man das, eine Schule oder so, oder ein wie sagt man dazu, Bereich, in dem sie... Du suchst ja, man sucht sich quasi bei jedem Charakter, bei jeder Charakterklasse irgendwann eine Art Subklasse aus und so wählt sich der... Kleriker dann quasi seine Domäne aus ab Level... Domäne ist das, genau. Ach, die macht er tatsächlich schon ab Level 1. Das wäre in deinem Fall dann eben die Domäne des Lebens, die du da dir ausgesucht hast. Alle diese ganzen Domänen beim Kleriker. Theoretisch kannst du eine Klerikergruppe spielen und jeder ist anders anhand der Domäne. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Klasse, was das angeht. Und wir erfahren gerade schon, wie Junges Charakter heißt. Das hat sie in den Chat geschrieben. Narrator. Ich sag mal so viel, ich habe eine Weile gebraucht. Ach so, okay, ja. Ja gut, da könnte man ein Wortspiel drin erkennen. Ja. Man könnte es vermuten. Ja. Ja, genau. Ein Kleriker, der mit der Domäne des Lebens, also er wahrscheinlich wird er so hauptsächlich auf Heilen auslaufen. Ich habe mir eine eigene Gottheit ausgedacht, die quasi so für die Göttin des Lebens, der Fruchtbarkeit und des Wachstums sein soll, und quasi dann die Kleriker, die nach dieser Gottheit leben, verehren quasi sie wollen die Bewahrung und Verbesserung des Lebens in allen Formen quasi beschützen, oder das ist deren Ziel. Und
Da geht es halt darum, um Heilung, um Schutz der Natur oder eben Schutz von allen Lebewesen, die es so gibt. Außer sie wollen natürlich anderen Lebewesen was tun oder der Natur schaden. Dann bin ich nämlich ganz, ganz wütend, sage ich euch. Wenn ein Baum gefällt wird von jemandem, dann ist Finrik nicht glücklich. Ja, siehst du mal, dann passt er, glaube ich, schon relativ gut bisher in meine Idee von Rayford rein. Da wurden nämlich, glaube ich, mal ein paar Bäume gefällt in letzter Zeit. Dann klebe ich mich auf die Straße. Und zwar mit magischen Sachen auf die Straße kleben, wohlgemerkt. Das hält noch besser. Hallo, GM Ruffy. Guten Abend. Was ich immer ganz gerne, womit ich quasi starte, ist so ein bisschen erstmal anhand der Charakterklasse, die du gewählt hast, also ein bisschen passend dazu, die Grundwerte zu verteilen. Ich nehme der Einfachheit halber dann immer ganz gern die Standardreihe. Es gibt bei Dungeons & Dragons quasi drei verschiedene Wege oder man kann sich sogar die Wege nochmal anders gestalten. Man kann die auswürfeln oder sich per Punktesystem quasi welche kaufen. Ich nehme aber gerne die Standardwerte und benutze die. Mhm. Und die habe ich dir gerade auch schon mal in den Chat geschrieben zur Übersicht. Die werden wir dann quasi, wenn sie verteilt sind, rauslöschen. In Chat bei Discord oder? Nee, bei Foundry selber. Ach, bei Foundry. Ah, okay. Mhm. So. Wir denken quasi dann nochmal, ich schau mal eben, du erhältst als Halbling nochmal zusätzlich 2+2 auf Geschick. Die kannst du dir dann auch nochmal, schreib dir die auch nochmal rein, damit wir die gleich bei der Verteilung im Hinterkopf haben. Mhm. Denn du spielst ja einen Kleriker. Möchtest einen Kleriker spielen. Mhm. Und ein Kleriker hat als seine Wunschgrundwerte quasi. Das lässt sich natürlich auch variieren, wenn man das möchte. Aber es empfiehlt sich gerade, wenn man das allererste Mal spielt, vielleicht ein bisschen zu optimieren. Du hast als Hauptwerte, bin ich jetzt gerade blind, Moment. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ich bin gerade tatsächlich blind. Gib mir eine Sekunde. So, für mich die 6. Stunde. Achso, ja, so, dein höchster Wert, dadurch, dass du damit nämlich auch zaubern wirst, sollte Weisheit sein, empfiehlt sich zumindest. Mhm. So, und danach würden dann folgen Stärke und oder Konstitution. Und ab da wird es dann quasi auch ein bisschen deinem Wunsch entsprechend, wie du es verteilen möchtest. Was ich schon mal machen kann, ich ziehe dir, das läuft hier über Foundry, das sehen die Leute im Stream dann jetzt quasi, kann man hier in dem Kompendium relativ bequem teilweise sich die Klasse beispielsweise, kann ich die jetzt einfach mal in einen Charakterbogen ziehen, damit er sofort erkennt, aha, ist ein Kleriker und dir schon so ein paar gewisse Sachen freischaltet für deinen Charakterbogen. Mhm. Aber wie gesagt, dein größter Wert, empfehlenswert, wäre dann eben Wisdom, Weisheit. Mhm. Und danach dann eben so Stärke, Konstitution. Ja. Und dann kannst du halt schauen. Wie gesagt, hast ja eben die Werte, habe ich dir reingeschrieben. Ja, das sind die Startwerte, oder wie? Oder exakt. Was? Die kannst du jetzt nach Berlin quasi reinsetzen. Du kannst in deinen Charakterbogen. Ach so, okay. Ja, verstehe. Dann sollte ich auf jeden Fall bei Wisdom die 15 nehmen. Mhm. Du siehst dann jetzt, es ist dann jetzt eine +2 daneben zusätzlich erschienen. Mhm. Das bedeutet, dass du halt durch deine 15 ein +2 Wert erhält sich gerade tatsächlich auch den, ich weiß nicht, wie man den korrekt nennt, den Bonuswert, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen, zum Attribut, der eben dafür sorgt, dass du in den korrespondierenden Skills
besser bist. Wie du das jetzt quasi in der rechten Leiste siehst, du ja teilweise die plus 2 ist dann bei den ganzen Sachen, wo Wisdom vorher steht, erschienen. Ja. Modifier, genau. Ich, wie gesagt, nicht lange geschlafen. Gehirn ist ein bisschen aus, aber das kriegen wir hin. Okay, Wisdom. Ja, Modifikator ist. Es ist Modifikator, das Wort fiel mir einfach nicht ein. Ich nehme mal der Übersicht halber, ich packe die 15, wenn du die da so lassen willst, nehme ich die dann hier schon mal raus. Ah ja, Dann habe ich ja noch eine 14, eine 13. Stärke, Dexterity, Konstitution, Intelligence, Charisma. Du meintest, Stärke und Konstitution würden Sinn ergeben, auch hoch zu machen? Ist halt beim Kleriker so ein Klassiker quasi. Weil du bist halt als Kleriker bist du ganz gern so ein Mittelding quasi. Du kannst vorne stehen, musst es nicht unbedingt. Und ich sag mal, bei der Gruppe, die ihr bisher habt, ist es auch nicht schlecht, wenn du vielleicht ein bisschen Kompetenz in der Richtung auch hast. Okay. Dann packe ich mir, glaube ich, die 14 bei Konstitution, die 13 bei Stärke. Und dann eine 12, 10 und eine 8. 8. Charisma, brauche ich Charisma? Du kannst auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass du bei Dexterity nochmal 2 zusätzlich kriegst. Da kannst du dann natürlich schon ein bisschen mit spielen, theoretisch dafür zu sorgen, weil unter 10 kriegst du halt einen Minuswert als Modifikator. Meine ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und dementsprechend könntest du theoretisch das somit ein bisschen optimieren, wenn du möchtest. Aber ich sag mal, irgendwo ein bisschen sehr schlecht drin zu sein, ist ja auch immer nicht so unlustig. Dann, ich glaube, ich würde... eigentlich ist man so... Obwohl, ja, als so ein Halbling ist man da geschickt. Eigentlich schon, die sind ja immer relativ schnell... Und da habe ich ja dieses plus 2, aber dann hätte ich 10 auf Geschicklichkeit, wenn ich da die 8 einsetzen würde. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Dann könnte ich noch Intelligenz, Charisma. Da würde ich, ich glaube, ich mache bei Charisma die 12. Intelligenz die 10 und Dexterity 8 plus 2 wären dann auch 10. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus dann. Halfling Luck, sagt June, gibt's auch noch. Ja, das kommt, genau, das kommt auch noch obendrauf. Kriegst halt auch durch deine Rasse selber, kriegst du auch noch ein paar Boni quasi drauf. Ich überlege gerade, ob wir das tatsächlich mal ganz kurz gucken. So, deine Grundbewegungsrate schraube ich mal kurz runter. Du bist als Halbling bist so ein bisschen langsamer, aber du bist auch nicht so groß. So. Dann muss ich mal kurz schauen, wo schreiben wir das hier? Die Condition Immunities, ist das hier? Nee. Special Traits. Da gibt es auf jeden Fall Halfling Lucky. Ja, wollte ich gerade sagen. Once when rolling D20 Checks kann ich hier auswählen. Ja, da kannst du dir auf jeden Fall einen Klick schon mal reinsetzen. Ja, stimmt. Ich muss noch den Backen-Skill natürlich hochsetzen. Das habe ich jetzt noch vergessen. Das ist auch unter Special. Oder wo finde ich das? Ja, den, oder den vielleicht eher bei Tool Proficiencies. Das werden wir schon noch finden später. Ja, das können wir vielleicht noch einsetzen. Dann schauen wir das hier, glaube ich. So, dann Lucky. Ja, wenn du das drin hast. So, dann kannst du... Ich glaube, ich würde das über... Die Features würde ich das wahrscheinlich dann einfach mal regeln. Wenn du einmal auf die Features draufklickst,
Ich würde es jetzt erstmal nur hier reinschreiben, damit wir es irgendwo drin haben. Ich mache das sonst später irgendwann nochmal ein bisschen schicker. Wenn du dann bei Passive Abilities einfach auf Add gehst. Ja. Also, dann. Ich habe jetzt auszusehen auch einmal geklickt. So, dann kannst du das Ganze editieren. Und dann kannst du oben als Überschrift hättest du zum Beispiel Tapferkeit. Und das Ganze, und dann kannst du, wenn du da unten reinklickst in das größere Fenster, da kannst du dann eben auch mit dem Editier-Button ein bisschen was reinschreiben. Und dann hätten wir, du bist im Vorteil bei Rettungswürfen, um zu vermeiden, verängstigt zu werden. Aha. Zu werden, weil ich ein Halbling bin, oder woher kommt das? Durch den Halbling. Ja. Und mir fällt gerade ein, du kriegst ja, das haben wir jetzt gerade, ich würde das mal ganz kurz für dich hochsetzen, du kriegst ja sogar noch einen Punkt auf Charisma durch den Leichtfuß. Ah. Das heißt, du bist jetzt bei 13. Wir sind eine sehr charismatische Familie, das stimmt. So, dann kannst du dir nochmal was da rein packen in die passiven Dinger und mal was adden. Mhm. Das wäre dann nämlich die Halblingsgewandtheit. Mhm. So, du kannst dich durch Bereiche bewegen, die von Kreaturen eingenommen werden, die eine Größenkategorie größer sind als du. Kategorie größer als ich. Und ach, das ist doch gut. Was übrigens auch das Schöne an Foundry ist, man kann halt, wenn man dieses Ganze, wenn man das schön eingepflegt hat und sowas, kann man sich das entsprechend im Chat einfach anzeigen lassen, wenn man da einmal aufs Knöpfchen drauf drückt. Und es dann quasi auch einfach jedem sichtbar machen. Das ist echt praktisch, ja. Das macht es tatsächlich sehr schön. So, dann schauen wir mal, du kannst... Wir müssen halt ein bisschen hin und her klicken hier, weil ansonsten kommen wir wahrscheinlich irgendwann durcheinander und vergessen die Hälfte. Gehen wir mal wieder auf die erste Seite zu den Attributen. Mhm. So, und dann kannst du da mal bei den Sprachen rein. Ja. So, und du beherrschst auf jeden Fall schon mal Halfling. Ah, ja. Und natürlich beherrschst du allerdings aber auch Common. Ja. So. Mhm. Ich mach mal eben. So, und dann kannst du das updaten. Dann haben wir die nämlich auch schon mal drin. Mhm. So, dann. Charisma haben wir. Dann kriegst du, gehen wir wieder in die Features rein und dann kriegst du da nochmal ein. Mhm. Passive. Nämlich, ja. Die angeborene Verstohlenheit. Verstohlenheit, ah ja. Mhm. Du kannst sogar versuchen, dich zu verstecken, wenn du nur von einer Kreatur verschleiert wirst, die lediglich eine Größenkategorie größer ist als du selbst. Okay. Verstecken was, wenn was verschleiert ist? Wenn du nur von einer Kreatur verschleiert wirst, die lediglich eine Größenkategorie größer ist als du selbst. Okay. Was auch immer von einer Kreatur verschleiern zu sein bedeutet. Im Endeffekt würde ich sagen, bedeutet das, dass du dich, du bist ja als Halbling, hast du die Größenkategorie klein. So, und danach kommt schon, ich glaube, das ist dann, gilt dann als groß oder normal. Ich glaube, normal. Guck sich jetzt an, bevor ich hier was Falsches sage. Mittelgroß. So, Menschen zum Beispiel sind mittelgroß. Was dazu führt, du könntest dich theoretisch hinter den Menschen verstecken. Ah, okay. Ja, okay, verstehe. So, damit hätten wir deine Geschichten des Halblings erstmal abgefrühstückt und gehen jetzt zum Kleriker selber über.
So, du im Attributsbäumchen hier kannst du auf deine Armor Proficiencies gehen. Ja, Armor Proficiency. Und dort anklicken, leichte Rüstung, also den kompletten Reiter oben, mittelschwere Rüstung, auch komplett, und Schilder. Und Schilder, okay. Da bist du geübt drin. So. Dann bei den Weapon Proficiencies, die einfachen Waffen. Alle? Genau, komplett einfach die einfachen Waffen. Oha. Das sind ja einige. Oh, eine Update, okay. So. Das sind bedeutet halt, wenn du jetzt zum Beispiel stattdessen, wenn du sagst, ich würde aber so gern mit einer Großaxt kämpfen, könntest du es tun, aber wärst dann halt einfach nicht so gut da drin. Ja. Weil du erhältst, den siehst du oben auf deinem Charakterbogen in Proficiency, da hast du aktuell +2. Das ist dein Übungsbonus, der bedeutet, dass auf alles, wo du drin du geübt bist, du eben zusätzlich nochmal 2 Punkte quasi kriegst, die du ja dann addierst auf den W20, den du würfelst. Okay. So. Dann kannst du bei Weisheit und Charisma entsprechend nochmal den Übungsbonus reinklicken. Du hast da unten so einen kleinen Kreis. Den kannst du dann bei den beiden einmal anklicken. Siehst du, du hast dann da nochmal deinen Übungsbonus drauf addiert. Ja. Und jetzt kannst du dir überlegen, bist in 2 Fertigkeiten, also die Skills, die da in der Mitte stehen, nochmal geübt. Geschichte, Heilkunde, Motiv erkennen, Religion, überzeugen. 2 Stück davon. Du kriegst durch deinen Background später auch nochmal Übungsbonus auf, je nachdem, welchen du dann wählst. Das ja, was war das nochmal? Geschichte, Heilkunde? Geschichte, Heilkunde, Motiv erkennen, Insight im Englischen, Religion und überzeugen. Okay, also ich nehme auf jeden Fall Heilkunde oder Medizin wahrscheinlich dann, ne? Medicine. Und Motiv erkennen, was macht man damit? Motiv erkennen ist halt, wenn du zum Beispiel jemanden gegenüberstehen hast und so ein bisschen, der erzählt dir irgendwas und du möchtest wissen, ob du irgendwie das Gefühl hast, dem nicht zu glauben, beispielsweise. Du siehst, dass jemand scheinbar oder glaubst, dass jemand halt nicht unbedingt hundertprozentig ehrlich zu dir ist oder du versuchst anders irgendwie wahrzunehmen, wie du dem eventuell gegenübertreten könntest. Einfach so ein Menschenkenntnis quasi. Dann nehme ich das. Das klingt gut. Das ist halt so ein relativ beliebtes Ding, dass man, wenn man dann offenen Charakter trifft und direkt überzeugt ist, dass er einem Scheiße erzählt, dann möchte man da ganz gerne mal drauf würfeln. Ja. Um zumindest eine Einschätzung zu kriegen. Also ich halte das auch möglichst gerne vage, um nicht zu sagen, du bist dir tausendprozentig sicher, sondern du glaubst einfach. Ja. Du bist durch die Domäne des Lebens, sehe ich gerade, bist du zusätzlich nochmal geübt in schweren Rüstungen. Tatsächlich sogar. Na, da sage ich doch nicht nein. Dann kann ich ja alles an Rüstung. Ja. Dann, was haben wir hier noch? So, wir müssen ein paar Sachen müssen wir halt auch. Ja. Panzer, Halblingsrettungsfahrzeug, das kommt schon gut hin, ne? Schöne Rüstung. So eine richtig fette Plattenrüstung auf so einem Halbling. Warum nicht, ne? Ja. Dann können wir. Den kriegst du auch. Machen mal wieder bei den passiven Kleriker-Turmschild. Ja, also technisch gesehen ist ja Schild einfach Schild, oder nicht?
Es gibt, glaube ich, es gibt ja keine Unterstufe Übungen in Turmschäden, also. Wobei so die Standardschilde bei D&D, da ist auch die Auswahl relativ dürftig. Jedenfalls, wie gesagt, nochmal bei den passiven Fähigkeiten genau zusätzlich, kriegst du nämlich den Jünger des Lebens. Deine Heilzauber werden effektiver. Immer wenn du einen Zauber des ersten Grades oder höher wirkst, der bei einer Kreatur Trefferpunkte wiederherstellt, erhält diese zusätzliche Trefferpunkte in Höhe von 2 plus dem Grad des Zaubers zurück. Nur mal komplett. 2 plus Grad des Zaubers, okay. Wie gesagt, so ein paar Sachen werden wir auch im Nachhinein vielleicht nochmal ein bisschen schicker machen. Nur, dass wir das ja. Alles erstmal haben. So, dann. Ja, das klingt nice. Geht das weiter. Dann kannst du jetzt, machen das ganz locker, kannst du jetzt erstmal deine Ausrüstung aussuchen. Du kannst wählen, ob du einen Streitkolben, ich muss mal gerade gucken, oder einen Kriegshammer. Wenn du drin geübt bist, aber der Kriegshammer dürfte ja eigentlich ein Martial Weapon sein, oder? Ja, wow, das heißt, ist unter den Marshals, ja, ja. Das heißt, du kriegst tatsächlich so erstmal nur den Streitkolben. Mhm. Das heißt, die Wahl ist relativ unspektakulär somit. Ich ziehe den. Kannst du den da so reindroppen? Ah, okay. Ja, ich ziehe den dann. Dann mache ich das wieder weg. Zieh den mal so rein, so equipped. Dann kannst du wählen. Möchtest du einen Schuppenpanzer, eine Lederrüstung oder einen Kettenpanzer? Was hat das für. Also wahrscheinlich unterschiedliche Rüstungswerte natürlich, aber hat das sonst irgendwelche Effekte? Ich muss gerade, ich schaue zu sicher. Nicht, ich meine, dass der Kettenpanzer als schwere Rüstung wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass du, genau, du bist im Nachteil, was Schleichen angeht. Aber dafür bist du halt schon sehr, sehr gut gerüstet. Also ich habe auf meinem Bild mir ja jetzt eine Kettenrüstung an, deswegen muss ich eigentlich fast sagen, dass wir die Kette nehmen sollten. Schadet ja auch nicht so ein ordentliches. Ja, Kettenhemd kann man mal tragen. Sehr schön. Dann zack. Fenrik Bleifuß. Jetzt ist ja, tatsächlich. So leichtfüßig bin ich da nicht mehr. Definitiv. ja, das führt ja jetzt zum Beispiel halt dazu, wenn du einen Wurf auf wegen Rüstung aus. Ich glaube, das ist auch wieder Pathfinder. Also ich meine, es gibt in D&D, zumindest beim Kleriker oder sowas, gibt es da keine Nachteile. Ich glaube, die einzigen, die nicht unbedingt Rüstung tragen sollen dürfen, wegen Zaubern, wären die Druiden. Aber auch da kann es sein, dass es eher verwaschen ist. Wie gesagt, du, wenn du jetzt zum Beispiel schleichen möchtest, würdest du zweimal, wie gesagt, bis zum Nachteil, würdest zweimal würfeln müssen und der schlechteste Wert würde genommen werden. Mhm. Ja. So, dann haben wir das. Dann kannst du auswählen, möchtest du eine leichte Armbrust mit 20 Bolzen oder nochmal eine zusätzliche einfache Waffe? Ich glaube, eine Armbrust wäre schon nicht schlecht für einen Fernkampf. Mal zur Not von Weitem drauf schießen. Wenn da jemand wieder die Natur zerstört. Einfach schießen, direkt schießen. Ja, ein Warnschuss. Ja. Direkt neben das Ohr. Warum komme ich jetzt... Crossbow. Das Wort habe ich gesucht. Crossbow. Was hast du denn? Eine leichte Armbrust. Schwupp. Und... So. Quantity 20 Bolzen.
Zack. Haben wir das auch. So, dann kriegst du nochmal zusätzlich auf jeden Fall ein Schild. Mhm, ja, kann man immer gebrauchen. Das setzt halt direkt deine Rüstungsklasse schon ordentlich in die Höhe. So, habe ich kurz gucken, hast du hier ein heiliges Symbol? Dann würde ich sagen, wo packen wir das am besten rein? Ja. Manchmal müssen Opfer gebracht werden, um den Frieden zu gewinnen. Das ist alter Spruch, den wir damals bei Age of Empires drin hatten. Also, Schild, du kannst dir noch eine. Ach nee, eine leichte Waffe hatten wir jetzt für Dings. So, jetzt hast du die Möglichkeit, ich muss mal eben auch ein anderes Fenster noch aufmachen, eine Priesterausrüstung oder Entdeckerausrüstung dir zu wählen. Mhm. Ich kann dir mal kurz vorlesen, was diese enthalten. Ja. In wenigen Sekunden bin ich da. So, die Priesterausrüstung enthält einen Rucksack, eine Decke, 10 Kerzen, ein Zunderkästchen, eine Opferbüchse, 2 Blöcke Räucherwerk, ein Räuchergefäß, Gewänder, 2 Tagesrationen und einen Trinkschlauch. Oder aber die Entdeckerausrüstung enthält einen Rucksack, einen Schlafsack, ein Reisegeschirr, ein Zunderkästchen, 10 Fackeln, 10 Tagesrationen, einen Trinkschlauch und ein 15 Meter langes Seil aus Hanf. Oh. Also ich glaube, das Entdecker-Set passt besser zu mir. Das klingt nach... Also ich brauche ja wohl mindestens einen Kochtopf und Kochausrüstung. Und ein Seil kann auch nicht schaden. Eigentlich immer gut, ja. Dann packen wir einfach... Du kannst ja schon mal... Wird's einfach bei den Containern. Schreibst du dir mal die Entdeckerausrüstung. Machst du dir mal ein Ding da rein. Und ich such mal eben kurz bei der guten alten Wikidot-Seite. Mal eben kurz das Ding raus, weil ich glaube, ich finde das relativ zügig, wenn ich mich nicht 10-mal verklicken würde hier gerade. So. Items, Adventuring Gear. So. Explorer's Pack, da haben wir es doch. So, dann haben wir das da drin. Ne? Ja. So, dann haben wir das nämlich auch erstmal da drin. Ne? Das Schöne ist, Fackeln, dadurch, dass du die ganze Gruppe, kann man schon mal sagen, alle nicht im Dunkeln sehen können. Ungewöhnlich, weil in Dungeons & Dragons kann gefühlt fast jede Rasse irgendwie im Dunkeln sehen, außer so ein paar ausgewählte. Und bei euch kann das ausnahmsweise keiner. Ja, dachte ich mir auch, deswegen Kerzen sind immer gut. Aber meine 10 Tagesrationen Essen gebe ich auf jeden Fall nicht ab, das meins. Ja, ist auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal. Ach schon, du kannst dir noch ein heiliges Symbol, das kannst du dir im Laufe der nächsten Tage, ich weiß nicht, wo du das am liebsten reinsetzen möchtest, kannst du dir mal überlegen, wie das wohl aussehen würde. Mhm. Ja. So. Ich schreibe es mir einfach mal hier hin. Ja. Macht das irgendwas? Das heilige Symbol nutzt du quasi, um Zauber zu wirken. Das ist so ein bisschen dein Fokus. Und natürlich Verbindung zu deinem Gott. Mein Kettenhemd ist gut geölt, das raschelt nicht, Dom. Ich zeig dir, wie gut ich schleichen kann. Also aus eigener Erfahrung muss ich sagen, so ein Kettenhemd, ich glaube, das raschelt immer so ein bisschen. Selbst schon mal ein Kettenhemd getragen? Ja, ich mache ja auch so Mittelalter-Marktgeschichten. Aber mein aktueller Charakter hat nur eine Lederrüstung und kein Kettenhemd. Das ist ein bisschen entspannter.
Also ich muss sagen, Kettenhemd, irgendwann, das ist tatsächlich, irgendwann merkst du es, finde ich, nicht mehr so richtig. Du wirst dann von diesem Kettenhemd einfach so runtergedrückt. Das ist einfach da. Und du bist froh, wenn es dann irgendwann abgelegt werden kann. June hat sogar ihr eigenes gebaut. Das ist, glaube ich, ganz schön viel Aufwand mit den ganzen Ösen zusammen. Das ist echt. Ösenieren. Das ist aber ordentlich. Das ist ordentlich. So, dann dein Background. Da hattest du dir auch schon was rausgesucht. Background, genau. Ach ja, das war das. 6 Monate Arbeit und 15.000 Ringe. Eieiei. Aber Respekt. Nicht schlecht. Ich hatte mal drüber nachgedacht und habe gedacht, nur habe ich keinen Bock. Genau, Background hatte ich mir überlegt, ein Far Traveler zu sein. Ja, es passt, glaube ich, ganz gut, weil wahrscheinlich sind ja nicht so viele Hobbits da oder Halblinge in dem Gebiet, wo wir da sind. Und dann dachte ich mir, bin ich halt weit gereist schon durch viele Lande. Soll ich das da mal reinschreiben? Ich schau mal eben. Ich würde tatsächlich dann sagen, ja, du packst, genau, bei Background, den hast du ja in dem einen Reiter drinne. Bei Features, ganz oben. Ach so, ah. Stimmt, da kann ich das auch reinschreiben. La. So, und dann kopieren wir auch einfach mal, nur damit wir es drinne haben, tatsächlich den ganzen Kladderadatsch einmal kurz hier rein. Und dann können wir von da das Ganze so wie nötig übertragen. Mhm. Computer. Achso, jetzt hat er das gespeichert einfach. So, dann haben wir da schon mal ordentlich was drin stehen. Dann kriegst du jetzt zusätzlich nochmal dadurch einen Übungsbonus in Perception. Mhm. Perception. Ja. So, und du würdest dadurch auch einen Übungsbonus nochmal in Insight kriegen. Den hast du jetzt aber schon gewählt. Deswegen kannst du von denen, die du zur Auswahl hattest, entsprechend nochmal einen nehmen. Das wären dann, schauen wir nochmal, Geschichte, Heilkunde hattest du, Motiv erkennen, Religion, überzeugen. Einer von beiden. Dann nehmen wir Religion. Kann ja nicht schaden. Passt ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja. So, dann, was kriegst du noch dafür Feines? Du bist geübt in einem Musikinstrument deiner Wahl oder einem Spielset deiner Wahl. Likely something native to your homeland. Ja, würde sagen... Findest du bei den Tool Proficiencies? Tool Proficiencies. Auf der Background-Seite oder wo? Nee, bei den Attributen am Anfang. Da, wo du auch die Rüstung und sowas reingeknöppelt hast. Ah, okay. Musical Instrument. Ja, ich glaube, eine Flöte. Würfel. Muss man das auswürfeln, oder? Du kannst auch in Würfeln geübt sein, ja. Ach so, würfeln. Ah. Nee. Ich glaube, ich würde eine Flöte nehmen. Als Halbling flötet man doch ab und zu mal so ein Liedchen und dann kann ich ein paar Lieder aus meiner Heimat vorspielen. Ja, würfeln kannst du das ja lernen, June, dann kannst du mir das während des
Spielens beibringen. Oh ne, jetzt habe ich aussehen alle angeklickt. Ich nehme die Flöte erstmal. Die Flöte. Aber ein Pen and Paper im Pen and Paper spielen ist auch eine interessante Idee. Wir gehen mal ganz kurz genau. Gucken. Nee, im Würfeln ist nachher nicht geübt, nein. Aber ich sag mal, Würfeln ist jetzt auch nicht so schwer. Ich glaube, das kriegt man hin. Ne? Das der Dom wieder. du kriegst. So, jetzt, was kriegst du noch Feines dafür? Du kannst in deine Sprachen nochmal reingehen. Mhm. Und kannst du jetzt tatsächlich aus der Liste nochmal eine deiner Wahl auswählen, außer unten Thief's Cant. Das passt jetzt, glaube ich, nicht so gut. Weil das ist so ein Deep Ding. Was passt denn am besten? Was könnte denn der gute Finrik, wo könnte er schon lang gereist sein? Also Elvisch passt natürlich immer ganz gut. Was ist denn Celestial? Das ist quasi göttliche, himmlische Sprache. Okay, ja. Das könnte natürlich auch Sinn ergeben. Es dann könnte ich mit... Englisch mit ist das. Tschüss, entweder Feli. Tschüss. Ich schwanke jetzt dann wirklich zwischen Celestial und Elvish. Was würdet ihr denn nehmen, lieber Chat? Könnt ihr mal... Outsourcen. Genau. Auch mal was entscheiden für mich. Sag doch mal. Und du meintest ja, die Götter, die existieren so wirklich quasi, oder also sie beruhen auf echten Lebewesen oder sowas, ne? Ich würde das so regeln, oder ich in meiner Welt quasi definitiv so, dass die Götter hier und da auf der einen oder anderen Existenzebene auf jeden Fall auch wohl möglich da sind. Ja. June möchte auch, dass ich das nehme. Ja, dann nehmen wir doch das. Das passt. Ja, ich denke auch, das ist nicht verkehrt. Ah, jetzt hat Raffi noch was geschrieben. Wenn es dem Charakter um Natur und Gleichgewicht geht, das stimmt natürlich. Die Elfen sind immer auch für Natur und Gleichgewicht. Das ist ein guter Punkt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Da könnte ich natürlich auch so ein bisschen gelebt haben, um der Natur noch näher zu kommen, um mir bei den Elfen was abzugucken. Silvan gibt's auch noch. Mann, was ist das denn jetzt schon wieder? Gerade tatsächlich selber. Ich glaube, Silvan ist nochmal wieder so eine Elfenabspaltung von der Sprache her, oder nicht? Silvan sind Waldelfen oder was, wenn ich das habe? Ah ja, okay. Die Fey-Wildnis, wo nochmal ein bisschen abgedrehtere Elfen unterwegs sind. Dann nehme ich das. Das klingt gut. Sehr gut. Danke für den Tipp. So, machen wir's. So, dann haben wir das. Dann. Achso, ich muss da mal wieder das Richtige. So, Far Traveler. So, dann kriegst du wieder Equipment. Da könntest du ja sonst auch nochmal zu dein, da unter den Container quasi nochmal einen zusätzlichen machen. Mhm. Für einfach Far Traveler. Mhm.
So. Dann schreibe ich dir das, poste ich dir das ja quasi auch nochmal rein. Ändere eine Sache kurz ab in meine Welt. So. Zack. Und dann hast du jetzt noch mehr Equipment. Ah, sehr gut. Ja, genau, dann habe ich ja auch direkt eine Flöte, das ist doch schön. Kann ich uns ein paar Lieder vorflöten. Sehr schön, cool, 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 cool. So, Ausrüstung haben wir erstmal ordentlich was drinne. Ja, ein paar Moneten hast du auch. Wobei, da kann ich auch nochmal zu sagen, die Gruppe wird auf Level 5 tatsächlich starten. Das heißt, die hat auch schon, also die Personen selber haben ein bisschen was gelernt auf ihrem Weg und vielleicht auch das ein oder andere Goldstück mehr oder weniger. Und danke für die Bits. 100 Bits von Raffi, Dankeschön. Dankeschön. So, ich werde jetzt mal deinen Charakter eben auf Level 5 auch schon hochstufen. Schwupp. Oha, so schnell geht das hier. Ja, direkt, zack, zack, zack. So, jetzt haben wir, jetzt beginnt der spaßige Teil. Und du hast auch schon so ein paar Fertigkeiten quasi jetzt dazugekriegt. Da gehen wir dann aber später drauf ein. Wir machen jetzt erstmal deine Lebensenergie. So, wir sagen, du startest ja, du hast einen Konstitutionsbonus von 2, startest mit 10 Lebenspunkten bist du gestartet. Und du kannst jetzt einmal, na, komm. Zack. Und jetzt bist du tot. Ups. So. Folgen, wir würfeln jetzt für deine Level-Ups mal deine Lebenspunkte aus. Mhm, so, okay. Dafür kannst du jetzt entsprechend 4-mal ein W8 würfeln. Du kriegst pro Level nacheinander oder zusammen? Mach mal nacheinander. Machen wir jetzt quasi Step by Step, sonst kommen wir da wahrscheinlich durcheinander. Mhm. Und was muss ich würfeln, hoch oder niedrig? Es ist folgendermaßen, es gibt normalerweise, ist es so, dass du dir auswürfeln kannst, oder du sagst, du würfelst ein W8, um zu schauen, was du kriegst. Und nimmst halt den Wert dann, oder aber du nimmst den gemittelten Wert, das ist in dem Fall eine 5, plus deine Konstitution als Lebensenergie für den Level-Up. Ich mache es aber tatsächlich ganz gerne in meinen Gruppen so, einfach um es nicht als Bestrafung irgendwie zu halten. Das solltest du unterhalb einer 5 würfeln, kriegst du den gemittelten Wert. Das heißt, du kannst nicht wirklich verlieren. Mhm. Okay. Weil ich sag mal, ich habe genug Mittel, um deine Lebensenergie runterzukriegen. Von daher ist das. Okay, dann mache ich hier einfach mal den ersten. Das ist schon mal eine 7. Schön, damit bist du jetzt schon mal auf 19. Sehr gut, eine 7 ist schon mal gut. Den nächsten direkt? Ja. Ah ne, das war der 10er. Oh ne, wie kriege ich die wieder weg? Ne, jetzt habe ich minus 1 gemacht. Kannst du einfach rauswischen, glaube ich. Ach, so, ah ja. so, jetzt. Eine 4. So, das heißt, dann machen wir die 5 drauf. 7 bist du jetzt bei 26. Mhm. Alter. Oh, die 8. 10, das heißt, du bist bei 36. Und. Alter. Noch eine 8. Das nenne ich mal Würfelglück, ey. Das ist Können, kein Glück. Ach so, ja. Ich vergesse es. Einen noch, oder? Nee, 4. 1, 2, 3, 4. Achso, das waren 4. Okay. Na gut, reicht nicht auch. Nicht schlecht, ey. Hast du doch Würfel geskillt, ne? Ja. Nicht schlecht, ey.
direkt mit schwerer Rüstung einfach vorne reinstellen und sich selber immer hochheilen. Ja, das passt. So, dann haben wir das. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. So, dann fügen wir für die Domäne des Lebens, kriegst du dann nochmal etwas weiteres. Mhm. Das wird ein langer Text, freu dich drauf. Mach das mal auch bei den passiven Fähigkeiten gerne rein. Ja. Ich bin gleich bereit. So. Die Überschrift wäre dann einmal göttliche Macht fokussieren, Leben erhalten. Leben erhalten. Mhm. Ja. So, ich lese diesen Chunk jetzt einmal kurz durch und dann überlegen wir, wie wir es verständlich einfach vielleicht auch kurz gehalten reinpacken. Okay. So. Von der zweiten Stufe an kannst du eine Welle göttlicher Macht hervorrufen, die schwerste Verletzung zu heilen vermag. Als Aktion zeigst du dein heiliges Symbol und setzt dein Merkmal göttliche Macht fokussieren ein, um eine Anzahl von Trefferpunkten in Höhe deiner Stufe als Kleriker mal 5 wiederherzustellen. Als Ziel bestimmst du innerhalb von 9 Meter beliebig viele Kreaturen, unter denen du die Trefferpunkte aufteilst. Diese Fähigkeit kann keine Trefferpunkte über die Hälfte des Trefferpunkte-Maximums hinaus zurückgeben und wirkt nicht bei Konstrukten oder Untoten. Und Untoten. Mhm. Ciao, Raffa. Raffi. Tschüss. Okay, ja. Wir könnten es auch aus dem Englischen quasi einfach reinpasten. Das ist vielleicht einfacher. Dann müssen wir mal kurz in die Klasse des Klerikers Life Domain. Und dann kopiere ich dir das mal eben rein, der Einfachheit halber. So. Soll ich? Ich habe das gerade hier schon gefunden. Also, ich hab schon drin. Ah, okay, gut. So. Das haben wir. Mal kurz gucken, was haben wir hier noch so? Das haben wir. Das haben wir. Das wurde reingefügt. So, dann, bevor wir an die ganze Zauberverteilung gehen, gehen wir zum nächsten Punkt. Du kannst jetzt aussuchen, möchtest du deinen Attributswert erhöhen? Du hast dann 2 Punkte, die du verteilen kannst, bis zu einem Maximum von insgesamt 20 Punkten, was bei dir, glaube ich, gerade nicht keine Gefahr wäre. Oder aber du wählst ein Talent aus. Mhm. Und es gibt gewisse Talente, die auch nochmal zusätzlich ein Attribut erhöhen können, beispielsweise. Da gibt es was wäre zum Beispiel mal so als Talent für den Kleriker vielleicht mal ganz nett. Was haben wir so Feines? Mal ganz kurz gucken, was haben wir hier? Gibt eigentlich gar nicht kein so wirklich Also nur mal so als Beispiel, was zum Beispiel ein Talent wäre, wachsam. Das sorgt dafür, du erhältst immer Ausschau nach Gefahren und erhältst folgende Vorzüge. Du erhältst einen Bonus von plus 5 auf Initiative. Du kannst nicht überrascht werden, solange du bei Bewusstsein bist. Kreaturen, die du nicht sehen kannst, sind nicht im Vorteil bei Angriffswürfen gegen dich. Nur mal so als Beispiel. Mhm. Und ich könnte ein Talent mir aussuchen. Du könntest ein Talent auswählen oder eben 2 Attributspunkte verteilen. Ich glaube, ich nehme einfach die Attributspunkte.
Das ist auch definitiv eine Option. Und werde die auf Dexterity, glaube ich, setzen. Damit ich noch ein bisschen geschickter werde. Jo. Jo. Das ist definitiv nicht schlecht. So, dann haben wir das. Nur damit wir es, das kannst du dir aber auch nochmal überlegen. Du hast ja anhand dieser Backgrounds ja auch so ein bisschen die Möglichkeit oder musst du ja auch dann. Na. Passend zu deinem Background halt so ein paar Sachen auswählen, wie du zum Beispiel, wie deine Persönlichkeit drauf ist, was für Ideale du verfolgst, was du für Bindungen hast, was du für einen Makel hast. Die kannst du dir aber auch, wenn du sie hast, kannst du sie natürlich reintragen. Wenn nicht, dann können wir das auch nochmal nachtragen, wenn du dir da nochmal in Ruhe was überlegen möchtest. Ob du dir da was ausgesucht hast. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Das muss ich nochmal nachgucken. Kannst du, wie gesagt, da bei dem Background selber hast du ja so ein paar Auswahlmöglichkeiten stehen. Du kannst aber alternativ auch, wenn du da jetzt nicht so hundertprozentig das Passendste bei hast, irgendwas im ähnlichen Ton quasi gern auch dir überlegen. Da müssen wir dann nicht so dermaßen brutal quasi nachgehen. Wir haben Divine Domain, das haben wir ja. Warte mal kurz, wir packen hier nochmal der Kleriker. Wo ist der Kleriker? Wo bist du? Live Domain, da ist er doch. Macht das Sinn oder macht er das einfach so gar nicht schön? Ja, das passt schon. Ja, geht doch. Nachteile sind toll. Aber irgendwo Nachteile, hab ich schon was vergessen. So, du erhältst ja durch dein automatisch drin. Jetzt muss man kurz gucken, wie das geregelt ist. Ah, okay, alles klar. Das ist ja folgendermaßen bei D&D so, bei den ganzen magiewirkenden Klassen, in welcher Art und Weise auch immer sie zaubern. Du kannst halt aus deiner Liste der ganzen Zauber immer nur eine bestimmte Anzahl an Zaubern irgendwie vorbereiten und dementsprechend wirken, und du erhältst durch deine Domäne, die du ja ausgewählt hast, jetzt auf Level 5 insgesamt 6 Zauber, die immer als vorbereitet gelten und nicht zusätzlich oder die halt zusätzlich zu denen, die du vorbereiten kannst, durch deine Werte gelten die halt immer als vorbereitet. Das heißt, du hast halt noch eine etwas größere Auswahl an. Das ist gut. Und das sind die, die hier jetzt dabei stehen? Ja, die ich dir gerade da mal reingezogen habe. Ich muss mal eben. Ja, sogar mit Links, das ist ja hervorragend. Ja, aber ich schaue gerade, ob ich dir die eventuell auch schon. Manche muss ich halt nochmal nachträglich irgendwie eintragen, aber manche könntest du auch durchaus haben. So, Spellbook Bless. So, wir haben einmal Bless, wir haben Cure Boots. Das haben wir auch. So, Restoration haben wir auch. Das ist es, läuft doch. Spiritual Weapon haben wir auch. Beacon of Hope. Das ist ja der Kleriker, der ist richtig ausgestattet hier.
2. Zack. Wenn du mal guckst, du hast in deinem Spellbook jetzt tatsächlich auch schon so ein paar Zauber drin. Mhm. Ja. Was schon mal ganz nett ist. Nice. Du kannst hier jetzt nochmal, du hast insgesamt auf als Kleriker, kannst du dir jetzt 4 Cantrips aussuchen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal irgendwie reingeguckt hast. Also natürlich hast du reingeguckt, aber eventuell. Klar. Wenn du mir nochmal kurz sagst, was das ist. Cantrips, das sind halt deine, sind Zauber, sind ja auf verschiedenen Leveln wirkbar, wenn man so will. Und ja. Ein Cantrip kannst du halt quasi immer wirken. Bei den höheren Leveln hast du nur eine bestimmte Anzahl an Slots, die du pro Rast dann wirken kannst. Ach so, diese, okay. So, und wenn du mal, ich weiß nicht, bist du da schon drin in der Liste? Sonst kann ich dir kurz einen Link schicken. Schick mal bitte. So, weil das ist der. Mhm. So, dann hast du ja die Cantrips, so, und von denen kannst du dir 5 Stück auswählen. Mhm. Okay. Nee, 4, sorry, 4. Aber die School ist da auch egal? In dem Fall ja. Das ist halt die Liste der Kleriker-Zauber. Okay, ja, ich nehme, ja, das würde vielleicht gut sein. Light auf jeden Fall. Mhm. Das wird auf jeden Fall passen. Decompose. Hm. Nee, das muss nicht sein. Sacred Flame. Flame like radiance descends on creature can see within range. Wobei Decompose eigentlich fast schon ein bisschen passen würde zu dir, muss ich sagen. Da muss ich mir das nochmal genau durchlesen. Du sorgst halt einfach dafür, wenn du dann so eine Kreatur berührst, die halt tot ist, ja, schon langsam anfängt, beschleunigst halt diesen ganzen Prozess noch ein bisschen. Stimmt. Ja, das nehmen wir. Das klingt gut, dann kann ich der Natur was zurückgeben. Den müssen wir mal nachträglich. Die kommen. Toll of the Dead. Mhm. Resistance. Was macht das denn? Hier sagtest du, ne? Ja. Dann nehme ich noch Spare the Dying. Mhm. Das passt auf jeden Fall. Oh, bitte. Und. Guidance, was macht Guidance? Ja, nehmen wir noch Guidance dazu. Guidance. Sehr schön, dann haben wir die Cantrips auch abgefrühstückt. Dann schauen wir mal eben kurz rein. So, wie viele kannst du vorbereiten? Du kannst deine Stufe als Kleriker plus deinem Weisheitsmodifikator Menge an Zaubern vorbereiten von ab Level 1. So, du hast Stufe 5 und einen Weisheitsmodifikator von plus 2. Mhm. Was bedeutet, du kannst, wenn du in dein Spellbook guckst, du hast ja eben diese 3 Slots zur Verfügung, du kannst jetzt auf Level, schönen Abend noch, Dom,
Du kannst halt sieben Zauber kannst du dir jetzt quasi auswählen für Level 1, 2 und 3 insgesamt. Okay. Aber wo sehe ich diese Slots? Die hast du ja auf der Seite, die Nick, die ich dir geschickt habe, siehst du ja oben die Balken quasi. Auf der Seite, die du mir geschickt hast? Die Klerikerliste. Ach so, ja. Ja, aber ich dachte, ich muss jetzt irgendwo Slots quasi sehen, wo ich die Zauber dann reinschreibe oder wie oder was. Du hast ja die, auf der Spellbox-Seite hast du ja die Slots quasi, oder hast du ja stehen. Du kannst den Level 1 Zauber kannst du viermal insgesamt wirken. Ach da oben, okay, ja. So, den Level 2 dreimal und den Level 3 zweimal. Ja. So, und du kannst ja halt jetzt, du hast ja jetzt schon welche, die sind fix vorbereitet. Ach so, stimmt, die sind vorbereitet, ja. Genau so, und dann, ich mach mal hier den Dings rein, damit wir das optisch besser unterscheiden können. Und du kannst jetzt halt insgesamt 7 Zauber auswählen, die du auf diese Dinger verteilst. Manche Level 1 Zauber sind zum Beispiel, wenn du sie auf einem höheren Grad wirkst, effektiver. Das steht auch immer dabei. Mhm. Und dementsprechend kann man sich das halt ein bisschen aufteilen, dass man zum Beispiel jetzt nicht sagt, okay, ich hau mir 7 Level 3 Zauber rein, weil dann hast du eventuell das Problem, dass du keinen nützlichen Level 1 Zauber zum Beispiel hast oder so. Mhm. Und okay. Und jetzt hier mal so ein Blick. So, Cure Wounds hast du ja automatisch drin. Das heißt, das ist schon mal so der Zauber, den du jetzt nicht brauchst. Aber ich glaube, Detect Poison and Disease würde ganz gut noch passen. Was man übrigens nochmal dazu sagen kann, du kannst als Kleriker zum Beispiel, hast du, muss mal eben kurz gucken. Warte mal ganz kurz, bevor ich hier was Falsches erzähle. Aha. Du kannst nämlich als Kleriker alle, also immer anders. Bei einer langen Rast kannst du die Zauber ändern, die du so in deiner Liste hast, die vorbereitet sind. Und als Kleriker hast du im Gegensatz zum Beispiel zu einem Magier quasi den vollen Zugriff auf deine komplette Liste dann beim Vorbereiten. Das heißt, du kannst, der Magier zum Beispiel lernt halt bestimmte Zauber und kann zwischen denen dann wechseln, während du halt theoretisch deine ganze Liste zur Verfügung hast, was das Ganze natürlich erstmal nach einer wesentlich höheren Erschlagung wirken lässt. Ja. Aber du hast halt damit... Dann könnte ich diese 7 immer austauschen, wenn ich Bock habe. Okay, ja, aber ich denke, wir tragen da jetzt trotzdem erstmal schon mal welche rein, ne? Naja, aber das ist halt, ich sag mal, das macht die Qual der Wahl dann nicht so brutal wie beispielsweise bei einem Magier, wo du dann halt dann vielleicht dann doch nochmal ein bisschen dümmer dastehen könntest in der Theorie. Das stimmt. Also ich nehme auf jeden Fall schon mal Detect Poison and Disease. Gucken wir mal, ob wir das schon drin haben hier. Detect Poison and Disease gibt's sogar schon. Nice. Ja, da fehlen nur noch 6. Sehr gut. Dann gucken wir mal den 2 an. Was haben wir denn da noch? Prayer of Healing. Was macht das denn? Ob das succeeded? Ja, dann nehmen wir noch mal Prayer of Healing. Ja. Oh, geht sogar auch. Es ist ja Soccer hier. Protection from Poison, nämlich auch direkt. Protection. Kleiner Buff. Poison, jawohl. Dann, das waren jetzt 3. Mhm.
Vielleicht nochmal irgendwas, was auch ein bisschen Damage macht. Kann ja auch nicht schaden. Ein Schadenzauber. Also zum Beispiel auf Level 1, der Guiding Bolt ist halt immer ein ganz nettes Ding. Der wird auch auf höheren Leveln gewirkt stärker. Ja, dann nehmen wir den. Das klingt gut. Guiding Bolt gibt es wunderbar. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4. Gucken wir, was haben wir noch so Schickes. Create Food and Water klingt eigentlich auch ganz praktisch. Wenn wir mal draußen unterwegs sind, könnte das ganz hilfreich sein. Warum nicht? Das nehmen wir mal. Was? Create Food and Water. Create Food and Water. 1, 2, 3, 4, 5 Stück haben wir jetzt gerade. Was vielleicht auch nicht so verkehrt ist oder sein könnte, Healing Word auf Stufe 1. Das ist halt, du, dein aktueller Heilzauber, den du da drin hast, ist halt einer, den du in der Nähe wirkst, den musst du berühren. Und Healing Word ist halt einer, den du auf einer Entfernung wirken kannst. Der ist zwar okay, dann ein bisschen schwächer, aber halt Heilung. Und was war mit dem Prayer of Healing, den ich genommen hatte? Das war so ein Gruppenheilen, ne? Ja. Ja. Ja, dann nehmen wir noch den Healing Word. Und einen habe ich dann, glaube ich, noch, ne? Jawohl. Revivify oder wie auch immer man das. Revivify. Den hast du aber schon gekriegt für deine Domäne. Ach, den habe ich schon. Na gut, dann nehmen wir den nicht. Ich guck gerade mal. Also, du hast ja schon auch echt einen ganz guten Spread, wie der Spanier sagt. Ich schau mal, was haben wir. Was zum Beispiel auch ein ganz witziger Zauber sein kann auf zweiter Stufe, die Spirit, oder die hast du, glaube ich, auch schon gekriegt, ne? Ja, die Spiritual Weapon. Spiritual Weapon habe ich, ja. Hast du auch schon gekriegt. Was auch nett ist, was haben wir hier? Shield of Faces, oder was haben wir genau? Ich glaube, Shield of Faith zum Beispiel ist ja auch was ganz Nettes. Oder sowas wie Purify Food and Drink. Passend zum Charakter. Ja, das stimmt. Ja, dann nehmen wir das. Oder nee, ich habe ja schon, dass ich Essen machen kann oder so, ne? Irgend sowas hatte ich. Create Food and Water. Mhm. Ich glaube, ich würde Blindness Deafness nehmen. Blindness Deafness. Das war's dann, glaube ich. Das müssten alle sein. Tatsächlich schon relativ zügig hier die Liste vollgeknallert. Das ist aber auch einiges, was ich da kann. Uiuiui. Und natürlich alles schon auswendig gelernt. Selbstverständlich. Das heißt, wenn man dich dann fragt, wie viel Heilung erzeugst du mit Cure Wounds, dann weißt du sofort, 1d8 plus. Klar. Ja, aber was ich halt sage, ich finde beim Kleriker ist es halt, es fühlt sich nicht so dermaßen entscheidend an, wie jetzt zum Beispiel bei dem Magier. Da würde ich, glaube ich, auch wesentlich länger überlegen, weil du sitzt da vielleicht dann doch ein bisschen länger drauf fest als eben der Kleriker oder der Paladin oder der Druide. So, was haben wir hier? Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich, ich muss gerade mal überlegen, ich weiß nicht, ob so vom Zugucken, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, wir sind nicht tatsächlich sonst. Du hast halt hier so ein paar Kleinigkeiten dazugekriegt durch deine Level-Ups, wie zum Beispiel hier Turn Undead als Fähigkeit und sowas. Oder Destroy Undead hast du auch dazugekriegt. So ein paar kleine schicke Fertigkeiten. Die sich auch lohnen würde, sich vielleicht nochmal anzuschauen. Ja. Und ansonsten, wie gesagt. Dann muss ich noch für den Background so ein bisschen was. Genau, für den Background ruhig diese Personality Traits, Ideals, Bonds und Flaws aussuchen. Skill Proficiencies haben, Skill Proficiencies hat er alle.
die er kriegt. Das ist nicht so viel für den Kleriker in dem Fall. Ja, das klingt ja schon mal gut. Du kannst dir halt auf der Karte dann gern nochmal aussuchen, wo du denn ursprünglich herkommst. Also ich sag mal, ja. Halblinge sind jetzt nicht so dermaßen selten hier, aber du kannst natürlich gern irgendwo dich situieren, wo sie vielleicht, oder wo zumindest deine Leute dann irgendwie eher herkommen. Weil hier zum Beispiel dieses Waldesnest, was du ein bisschen auf der mittleren Insel westlich siehst, so, da ursprünglich, das war mal so ein Gnomendorf, bevor es ausgerottet wurde. Also, aber wie gesagt, hier... Ja, ich bin ja ein Far-Traveler. Ich muss ja von far getravelt kommen. Dann ist ein schön großer Baum. Ich gucke mir das mal an, genau. Aber das, der eine Mondgöttin ist zum Beispiel, das wäre die Druiden-Enklave. Da wohnen halt viele Druiden. Da kommt unter anderem Lukas sein Druide her, den er privat spielt. Ah. Okay, ja, ich guck mich da mal ein bisschen um und... Ich dachte, da können wir gerne irgendwo noch was raufklatschen. Die Karte ist immer im Wandel. Das ist tatsächlich jetzt auch schon wieder nicht mal hundertprozentig aktuell, weil da ein paar, oder zumindest ein Name sich geändert hat. Und da sicherlich auch noch ein paar Sachen nochmal hinzugefügt werden in der nächsten Zeit. Vielleicht musst du dann verschiedene Versionen der Karte machen, wenn das unterschiedlich die Story sich entwickelt in den unterschiedlichen Kampagnen. Also zumindest aktuell, die einfach immer aktueller, weil, wie gesagt, ursprünglich war angedacht, dass die Gruppe sich so ein bisschen hier im Osten bewegt. Das hatte sich dann dagegen entschieden und ist dann hier eher ins Zentrum gewandert und da jetzt gerade ein bisschen unterwegs. Und seitdem fange ich halt an, wenn mir irgendwo was einfällt, das dann einfach hinzuklatschen und die Karte ein bisschen schöner zu gestalten. Ist halt ganz nett bei Incarnate da ein bisschen rumzubasteln. Sieht auf jeden Fall schon nice aus. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Guten Abend. Hallo Icepex. Wir sind gerade fertig mit der Charaktererstellung quasi. Wir können ja nochmal so ein, zwei Sachen zu der Nutzung von Foundier quasi, ich war gerade mich schon kurz verwundert, weil ich dachte, ich hätte irgendwie einfach was vergessen, das hätte auch sein können. Na, sag schon. Du kannst halt hier ganz bequem von deinem Charakterbogen aus, ich habe hier privaten Rollen, halt ganz bequem deine Sachen auswählen und sie dann würfeln. Ah, ist klar. Und dementsprechend eben deine ganzen, auch deine Fähigkeiten von da aus benutzen. Und sie werden dann auch im Chat alles schön angezeigt. Da können dann Schadenswerte auch rausgenommen werden. Das macht uns quasi das Handling und die Übersichtlichkeit durchaus ein bisschen leichter. Ja, ich habe auch gesehen, es gibt ja auch so ein Dropdown-Menü, wo mir das alles angezeigt wird. Ja, da hast du relativ viel dann drin in diesem Dropdown-Menü. Du kannst dir teilweise auch irgendwelche Makros hier in deine Leiste unten reinlegen, in den Schnellzugriff. Also wie gesagt, hier tatsächlich schon ganz angenehm fürs Online-Spiel. Und auch mit das ist echt nice, ja. Wir werden ja jetzt tatsächlich am Ende der Woche, am Sonntag, spielen wir ja eine kleine Vorab-Runde. Die Abenteurerliga tatsächlich dann vielleicht sich irgendwann mal angucken kann. Die ist ein bisschen außer der Reihe. Das ist einfach so eine Übungsrunde, ein Kennenlernding mit den Charakteren, die sie auch spielen werden, nur halt einfach als Spin-off, wenn man so will. Und da werden wir sicherlich auch noch den ein oder anderen Lerneffekt haben für Foundry, auch als Leitender für mich quasi. Ich habe es jetzt auch noch gar nicht so oft benutzt. Wirkt auf jeden Fall ziemlich cool, aber das ist nur für D&D, oder? Nee, ich habe, wie gesagt, auch Savage Worlds damit jetzt schon gespielt. Ah. Ah, okay. Und
Das ist halt tatsächlich auch ganz schick einfach alles. Es gibt wirklich, du kannst dir hier in Foundry fast jedes System, glaube ich, gefühlt reinballern. Und das dann entsprechend erstellen. Das ist wirklich echt nett. Wie gesagt, Savage Worlds jetzt so im Vergleich. Wir spielen ja bei Stranger Falls auch mit Roll20. Savage Worlds ja mal ein bisschen mit Charakterbogen drin. Das ist halt schon ganz nett. Aber hier in Foundry sieht es halt fast nochmal einen Ticken schöner aus, finde ich. Und du hast aber auch so viele Add-on-Optionen, die du dir natürlich noch zusätzlich reinziehen kannst. Also. Hier ist tatsächlich, hier sind auch viele Add-ons gerade schon am Laufen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das jetzt auch rein optisch bei dir, ob das irgendwie so hakt. Wir hatten jetzt letztens das Problem, als wir das Hamsterabenteuer gespielt hatten im Stream, dass das für manche so ein bisschen ruckelig war. Ich weiß nicht, wenn du dich hier bewegst, ob das für dich das irgendwie Nee, hakt das oder ob das von der Performance her. sieht alles gut aus eigentlich. Also kann gut reinscrollen, die Figur bewegt sich flüssig. Also die Würfel fliegen. Das sieht alles gut aus. Die Würfel kannst du übrigens auch tatsächlich noch anpassen für jeden Ah. Spieler. Also du kannst dir selber deine Würfel zurechtbasteln, wie du sie haben Oh ja. willst. Das ist auch ganz nett. Das habe ich nämlich auch tatsächlich mit meiner eigenen Würfel hier so ein bisschen zusammengeschustert. Du kannst auch jeden Würfel anders machen. Ja, cool. Ja, da ich gucke es mir auf jeden Fall mal an, weil mir so hundertprozentig mit Roll20 bin ich auch immer nicht zufrieden. Und wir machen das Würfeln ja oft dann auch noch irgendwie anders und so. Ja. Das ist natürlich schon praktisch, dass alles auch für die Leute im Stream das zum Angucken, was wir würfeln und so. Wenn ich meine Runde leite, mal sehen, wie das jetzt läuft bei uns. Vielleicht übernehme ich das dann auch. Wie gesagt, schlecht ist. Ich kann dir gerne auch demnächst mal so die Stranger Falls, Quatsch, die na Wortfindungsschwierigkeiten, die Savage Worlds Oberfläche kann ich dir dann gerne noch mal Ach zeigen. so. Und das ist halt schon echt ganz, glaube ich, schon ganz nett. Ja. Nee. Nice. Aber das ging ja dann relativ gut. Charakter erfolgreich erstellt. Gibt dir Ich nochmal bin so gespannt. ein, zwei Hausaufgaben, die du dir überlegen kannst. Auch ein bisschen mit zusätzlichem Inventar. Dadurch, dass du halt, wie gesagt, schon Level 5 bist. Da gebe ich dir aber nochmal ein, zwei Sachen dann zu. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Klingt gut, ja, genau. Ich bin gespannt. Wie gesagt, am Sonntag machen wir eine Proberunde, die ihr, wenn ihr der Abenteuerliga beitretet, wahrscheinlich dann im Nachhinein auch sehen oder hören könnt. Entweder machen wir das nur Audio oder mit Video, das müssen wir noch mal gucken. Auf jeden Fall wird es dazu exklusiven Content in unserer Abenteuerliga geben. Da müsst ihr nur den Link folgen, dann könnt ihr da beitreten und kriegt das und noch andere tolle Sachen. Wie zum Beispiel Würfel. Brooks Live-Würfel gibt es jetzt auch. Ich kenne diese Würfel, die sind gut. Aber sie würfeln nicht nur Sechsen, kann ich euch sagen. Manchmal würfeln sie auch eine Eins. Sie würfeln technisch gesehen gar keine 6. Das stimmt. Das stimmt. Sie würfeln nur Brooks Logo. Ja, perfekt. Dann haben wir das doch erfolgreich gemacht. Dann haben wir hoffentlich die Wartezeit zu Stranger Falls ein bisschen füllen können. Nächste Woche geht's weiter, Mittwoch wieder mit Stranger Mit Falls. der vorletzten Folge, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ja, Wir da kommen. müsste es jetzt langsam zum Finale, zum Grande Finale gehen. Wir kommen ins ja, Finale-Segment quasi. Bin mal gespannt, was da noch so passiert. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Charakter erstellen. Danke fürs Leiten der Charaktererstellung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, spätestens im Mai, zu Schatten über Wraithwood. Bis dahin noch einen schönen Abend und reingehauen. Ciao. Tschüss. Credits.